Ja, heute war eine unheimliche Anspannung da, weil wir im Laufe der Saison überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass wir um die Meisterschaft mitspielen. Es war eigentlich Hauptziel, irgendwie nicht abzusteigen. Und ja, zum Ende hin war es dann immer wieder so, dass wir eigentlich dann wieder in der Verfolgerrolle waren. Und das war ein bisschen einfacher. Das ist immer schöner. Da weiß man, okay, wir müssen es machen, aber wir sind nicht wirklich vorne. Und heute waren wir zum ersten Mal so richtig vorne dann. Und da hat man das, glaube ich, gemerkt. Da war eine unheimliche Anspannung. Und wir haben auch ein sehr schlechtes Spiel gemacht, muss man sagen. Glashütte hat das sehr gut gemacht heute. Wir sind eigentlich gar nicht zum Zug gekommen, haben nur mit langen Bällen agiert. Aber haben dann eben durch Kampf letztendlich glücklich ein 0-0 gehalten. Mir trifft der Sechste gegen den Ersten und da ist es so natürlich, dass wenn man mal die Tor oder besser guckt, wie viele Tore Nienstedten kassiert hat, weiß man, dass es nicht einfach ist, gegen die Tore zu schießen. Und wenn halt die beiden Mannschaften aufeinandertreffen, geht das glaube ich niemals so knapp vor Ende der Saison 7-0 oder 5-5 aus, sondern es wird ein Spiel auf Messerschneide sein und der den ersten Fehler macht, der wird dann auch meistens verlieren. Und heute haben wir versucht, wenig Fehler zu machen, haben versucht, auch Fehler zu provozieren von den Städten, haben wenig Fehler zugelassen. Deswegen ist das Spiel leider torlos ausgegangen. Da hatten einfach gewisse Abläufe haben einfach nicht harmoniert, nicht funktioniert und dadurch haben wir wenig Druck auf das gegnerische Tor ausgeübt. Und ja, die einzige Chance, die wir hatten, wirklich die richtige, war ja der Elfmeter. Und den haben wir leider auch noch wahrscheinlich auch aufgrund von Nervosität verschossen. Der Punkt absolut gerechtfertigt für beide Mannschaften. Ich kann Nienstedten einfach nur gratulieren für die Meisterschaft. Also ich denke, für so eine kleine Mannschaft, wie wir es sind mit Nienstedten, ist das schon ein sensationeller Erfolg, Hamburger Meister zu werden. Gerade eben auch mit so einem kleinen 14-Mann-Kader, wie wir ihn haben. Und insofern, ja, wir freuen uns alle riesig. Ich glaube nur jetzt, dass das nach dem Spiel im Moment noch nicht ganz klar ist. Ich glaube, morgen, wenn uns das richtig klar ist, wird die Freude auch noch viel größer sein.